Herzlich willkommen zurück hier in der Joyzone. Und heute bei mir ist Lina Wilms. Sie hat das Buch «Die anderen nennen mich Schlampe» geschrieben. Ist jetzt für dich ein Traum in Erfüllung gegangen mit dem, Lina? Oh ja, ein grosser. Schon. Ein grosser Traum. Ja. Du hast schon uns vorhin erzählt, als wir raus waren, hast du uns erzählt, dass wir auch etwas mit der Entstehung von diesem Buch zu tun haben. Erzähl mal schnell. Das ist auch lustig. Ich schaue ja immer wieder die Joyce Song. Und das war auch der Fall, als Linda Solanki bei euch war. Ja, Autorin, wo genau beim gleichen Verlag. Und ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte, aber schlussendlich habe ich halt bei euch eigentlich erfahren, dass es einen Berliner Verlag gibt, wo von Zürcherinnen Bücher verleiht, und habe dann an dem Abend noch mein Glück versucht und wirklich irgendwie einen Monat später den Vertrag unterschrieben. Und ja, ist jetzt doch ein Zeitchen her, aber ja, ihr seid irgendwie der Auslöser gewesen. Das freut mich so, so fest. Was bedeutet denn so das für deine Zukunft? Wie sieht die jetzt aus? Jetzt wird weitergeschrieben. Ja. Es sind weitere Projekte am Laufen. Eins schon so ein bisschen gefixt auch. Und ja, ich hoffe, ihr könnt schon bald dann nach dem mehr lesen wieder. Ich habe nämlich schon gesehen, Anja Müller sagt, ich will dieses Buch. Kann sie machen? Anja, das Buch kannst du holen, indem du ein Mail machst an contest@choice.ch. Dann gewinnst du das Ganze. Oder man kann im Buchhandel gehen. Man kann es überall Voll holen. Voll in jeder oder? Buchhandlung. Sehr gut, sehr gut. Ja, super, in dem Fall wisst ihr, was es zu haben, meine Lieben. Mail oder Buchhandlung gehen. Und Lina, wir sind schon am Schluss von unserer Unglaublich. Wir haben so viel geredet. Nur über Bitches. Ja, so sind wir halt, oder? Die Lästerei, ja, sozusagen. Ja. Aber hey, danke vielmals, dass du da bist. Ja, hat mega Spass gemacht. Cool. Und danke euch auch, meine Lieben, fürs Mitchatten und fürs Mitschreiben. Jetzt geht es weiter mit einer Lesung von Humor-Duos streicheln, Tiere streicheln Menschen. Und das war im Living Room Germany und sie war sehr lustig. Darum sage ich viel Spass und bis bald.